Zum ersten Mal seit seinem Amtsantritt vor fast 2 Jahren besucht US-Präsident Donald Trump US-Truppen in einem Kampfgebiet. Auf dem Luftwaffenstützpunkt Al-Assad im Irak schüttelt Trump Hände und macht Selfies mit den Soldaten. Doch es geht ihm hier nicht nur um die Unterstützung der US-Armee, sondern auch um die erneute Bekräftigung seiner Abzugspläne für Syrien. Die USA könnten aus seiner Sicht nicht weiter Weltpolizist sein, sagt Trump. Die US-Armee sei in Ländern präsent, von denen die meisten Menschen noch nicht einmal gehört hätten. Ein Truppenabzug aus dem Irak sei aber nicht geplant. Das Land könne viel mehr als Basis für mögliche künftige Militäreinsätze gegen den IS in Syrien genutzt werden. Trump hatte vor einer Woche angekündigt, alle rund 2000 US-Soldaten in Syrien abzuziehen. Er begründet seine Entscheidung damit, dass der IS weitgehend besiegt sei. Auf dem Rückweg aus dem Irak machte Trump noch einen Zwischenstopp in Deutschland auf der Luftwaffenbasis in Ramstein.